Hallo und herzlich willkommen, liebe MS-Community. Heute haben wir ein weiteres Interview geplant und dazu haben wir die liebe Janine aus Berlin einfahren lassen, der wir ein paar Fragen stellen möchten, weil du hast einen ganz interessanten Werdegang, was das Ganze angeht. Du bist sehr engagiert, gerade im medialen Bereich und machst wirklich viel für die Aufklärung, dass die Leute wissen, was ist tatsächlich Multiple Sklerose. Deswegen würde ich auch da direkt jetzt starten wollen, und zwar dein Thema ist ja Barrierenabbau. Dieses Ziel verfolgst du mittlerweile sehr erfolgreich und sag ich mal, in deinem Kiez in Berlin bist du da sehr aktiv. Wie läuft das ab? Also angefangen hat das alles mit einem Kommunalpolitiker, dass der mal die Idee hatte, sich in einen Rollstuhl zu setzen, weil er mitbekommen hat, auch über Facebook, dass bei mir der Rollstuhl kam, letztes Jahr September, und er hatte halt überlegt gehabt, schon länger, ich hätte da mal Bock, selber mal so ein bisschen was kennenzulernen, und hat sich aber nie getraut, weil er Angst hatte, dass die Leute denken, ach, der macht das nur wegen der Publicity. Ich habe ihm dann aber Zuspruch gegeben und ich habe wirklich gesagt, mach das, bitte mach das, weil ich finde, jeder sollte mal im Rollstuhl gesessen haben, und wenn es nur für eine Stunde ist, um einfach mal die Welt aus unserer Sicht zu sehen. Ja? Und da habe ich dann einen Zuspruch gegeben und er hat gesagt, okay, dann machen wir das. Ich habe den Rollstuhl gesagt und ich habe ihn dann hemmungslos über Kopfsteinpflaster, über Bordsteinkanten, über alles habe ich ihn rübergeschickt, was wir tagtäglich auch erleben. Und er ist kläglich teilweise gescheitert. und das kam so alles dann ins Rollen, dass dann der Tagesspiegel darüber, die Morgenpost, Berliner Zeitungen, Regionalzeitungen, die haben alle darüber berichtet, und so ging das dann weiter, dass dann halt wenn ich irgendwo was gesehen habe, wo eine Barriere ist, das fing auch damit an, dass bei uns ein Einkaufszentrum ist, wo an Sonnenfeiertagen die Toiletten abgeschlossen sind. Okay. Es gibt noch von den Restaurants zwar Toiletten, aber die kann ich nicht aufsuchen. Die sind nicht barrierefrei. Ja. Oder sie sind wieder mit irgendwo ein paar Stufen runter, dass man da hinkommt. Oder ich muss 1000 Umwege fahren, um dann irgendwo eine Toilette zu finden, auf die ich komme. Dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, pass auf, mir ist aufgefallen. Er soll es gleich kennen, den Center Manager angerufen, zack, und schon jetzt am Sonn- und Feiertag die Toiletten für jeden frei. Wow. Also so funktioniert dieses System so ein bisschen. Ich sehe was. Manches, so wie jetzt hier, das ist natürlich traumhaft. Da ruft man an, fragt den Manager, geht das, können wir das machen? Klar, es geht. Scheitern tun wir leider immer, was denn die Öffentlichkeit angeht, dass Fußgängerüberwege zugeparkt werden. Ja. Da habe ich tagtäglich mit zu kämpfen, gerade gestern erst wieder, dass einer sich da hinstellt an diesen abgesenkten Bordstein, obwohl diese 5-Meter-Regelung an der Kreuzung herrscht. Selber schon ganz oft mitbekommen. Ja, und ich will da rüber, und er kam gerade auch, ich habe den gesehen, die Kreuzung. Er kam denn da und ich so, stand da vor dem Auto, ja, und er guckte mich da an und so, ja, ich guckte ihn an, er guckte mich an, ich so, ja, merkst du, komm nicht spüren. Also tut mir leid, aber ich hab heute schon gepackt, was ich brauche. Ja, oder immer dieser Spruch, ich musste nur mal kurz. Ich musste nur mal kurz. Ich hab schon gesagt, wenn ich meinen Ausweis habe, wo ich überall, dann ich die alle zu, ey, die können warten. Diese Aktion, die du mit dem Politiker gemacht hast, meinst du, das könnte auch ein Vorbild noch für andere sein? Also traut euch wirklich, traut euch, den Mund aufzumachen, traut euch, die Dinge anzusprechen, traut euch auch die Autofahrer, finde ich, nicht pöbeln, nicht, weil man will nicht primitiv rüberkommen, ja, aber trotzdem. So ein bisschen Wald reinschallt, scheißt ja auch wieder raus. Also wenn ich jetzt da den Autofahrer da sofort so, du kannst du nicht und so, ne, dann hätte der auch so, ne, also von wegen. Da kommt man nicht weit mit. Da hat man auch wieder so, der depressive Rollstuhlfahrer. Ja. Ne? Ich denke, wenn man belehrend auf die Leute zugeht und einfach sagt, hier, schau mal, du, für mich ist es einfach eine blöde Situation und es macht mir mein Leben schwerer, mindert meine Lebensqualität, sage ich mal, dann bitte in Zukunft achte doch mal auf deine Mitmenschen. Also das habe ich wirklich so, dass ich bin mir und sage, gucken Sie mal bitte, wie Sie jetzt hier stehen. Finden Sie das in Ordnung? Ich muss jetzt eigentlich über einen Radfahrweg fahren, der über die Straße, und ich muss dann, damit ich endlich in den Bordstein komme. Mir leid, habe ich jetzt so, haben sie recht. Ne? Deswegen, ich denke, das wird auch die bessere Art und Weise sein. Genau, aber mutig sein, die Leute ansprechen, und vielleicht hat auch irgendeiner, auch, und wenn es nur das kleinste Dorf ist, die Möglichkeit, den Ortsvorsteher oder den Bürgermeister, weiß ich nicht, was zu fragen und einfach das Sanihaus seines Vertrauens ansprechen, ob man da nicht einen Rollstuhl mal für den Tag kriegen kann. Ja. Das machen die meisten alle. Und dann da reinsitzen und wie ich über Kopfsteinpflaster
Also ich denke sowieso, du hast dann einen Stein ins Wasser geworfen, der da gerade große Wellen schlägt, auf jeden Fall. Ja, aber es ist, wie will man sonst Barrierefreiheit schaffen, wenn Leute, die das Sagen dafür haben, nicht selber die Barrieren kennen? Habt ihr denn Erfahrungen gemacht mit so viel Barrieren, sage ich mal? Wo sind die Barrieren denn bei euch am größten? Lasst uns mal darüber sprechen, gerne dazu einen Kommentar schreiben hier unter dem Video. Das würde uns interessieren und vielleicht lässt sich ja da auch was finden, dass man gemeinsam Barrieren abbauen kann. Also bei dir hat sich ja durch die MS einiges geändert, wie man ja auch schon sieht. Was ist so für dich das Gravierendste? Dass ich mein Leben, also ich habe ein Leben vor der MS gehabt und ein Leben jetzt nach der MS. Und das Leben, was ich vor der MS hatte, war ein ganz anderes. Ich bin gelernte Friseurmeisterin, ich bin von morgens zur Arbeit abends zurück. Ich habe 5 Tage die Woche durchgeknüppelt und kaum Freizeitleben so gehabt. Also damals fand ich es völlig okay, das war mein Leben. Aber heute, mit dem, was ich jetzt mache, auch mit den Medien und auch, dass ich was mache für die Allgemeinheit so, und auch für die MSler und so weiter, das ist ein ganz anderes Leben jetzt. Also obwohl ich so viel zu tun habe, habe ich trotzdem, trotzdem Freiheit. Ja. Und das macht mir einfach Spaß. Deshalb ist das für mich keine Arbeit vom Prinzip. Das ist ja auch wirklich eine Sache der Leidenschaft. Du gehst da ja manchmal viel, viel Engagement dran, das sieht man ja auch schon. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht in Bezug auf Beruf? Das haben wir ja gerade schon rausgehört, ne? Deswegen vor und nach dem MS vorher viel gearbeitet, dann in Rente schon. Familie und Freundeskreis, was waren da so die Reaktionen? Oh, ganz unterschiedlich. Also ich muss sagen, die Freunde, die ich vor der Diagnose hatte, habe ich heute nicht mehr. Tatsächlich? Ja. Weil die Freunde, die ich vor der Diagnose hatte, die waren, ich weiß nicht, ob die damit überfordert waren. Manchen Leuten nehme ich das auch nicht übel, weil die vielleicht auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dürfen, können. Ich weiß es nicht. Also, wobei ich da eigentlich ganz locker mit umgegangen bin. Ja. Und komischerweise alle die, die früher meine Bekannten waren, das sind heute meine besten Freunde eigentlich. Ja? Also, die, wenn ich, egal was es ist, wenn ich anrufen würde, ich stecke immer Klemme, ich kriege gerade, mir geht es nicht gut, keine Ahnung, fühle mich einkaufen, die kennt gleich 10 Leute bei mir an der Tür. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Ja, und das ist wirklich wichtig, finde ich, für meine MS, also eigentlich jede Krankheit, aber wir reden ja jetzt hier von der MS, dass man sich so ein eigenes soziales Umfeld, so ein Netzwerk schafft, dass wenn es einem schlecht geht, dass man Leute hat, die vielleicht mit dem Hund runtergehen, wenn man heute mal nicht kann, ja. Ja, oder die für einen einkaufen gehen oder mal zum Arzt fahren oder so. Das ist, da brauche ich gar nicht lange. Also eigentlich muss ich schon alle bremsen, weil es manchmal schon ein bisschen zu viel ist, aber lieber so als anders. Das ist ja auch die große Angst bei tatsächlich vielen, diese Ungewissheit. Man weiß nie wann und was, und wenn man da sich, wie du gerade sagst, so ein Netzwerk aufgebaut hat, dann ist man für die Fälle einfach irgendwo abgesicherter und kann dann auch beruhigter durchs Leben gehen. Also ich habe auch ganz oft, dass viele Freunde von mir sagen, machst du viel, schalt doch mal einen Gang zurück, wir haben alle Angst um dich. Nein, es ist alles in Ordnung, es ist alles toll, alles was ich mache, macht mir gerade Freude und Spaß, es ist gesunder Stress. Ich wollte gerade sagen, der positive und negative Stress, wie man sich das auslegt. Ja, aber denk bitte, ja, Mutti. Man sieht ja auch, du versuchst zu informieren. Wie wichtig ist dir die Information über die Krankheit? Sehr wichtig, weil ich auch durch die Medienarbeit, die ich ja halt gemacht habe, sehr stark gemerkt habe, dass gerade Presse und die TV-Sender oder Formate nie ein Interview so gegeben haben, wie ich es wirklich gesagt habe. Es wird so viel verdreht, es wird so viel aus dem Kontext gerissen. Also das schlimmste Beispiel war eigentlich gewesen, es war eine Dame, die hat ein Interview gegeben und die fragte eine aus meinem Stammtisch, wie war denn ihre Diagnose, wie haben sie die denn erhalten? Ja. Und dann sagte sie, naja, ich war halt beim Arzt gewesen, der hat gesagt gehabt, es könnte Borreliose sein, es könnte aber auch eine Hirnhautentzündung, also noch irgendwas anderes sein, oder vielleicht auch AIDS. Da haben wir alle erstmal so geguckt, habe ich noch nie gehört, was stand in der Zeitung? Ich dachte, es wäre AIDS. ich habe dann angerufen, das muss weg, das muss raus. Das ist ja auch was Schlimmes für die, die wirklich AIDS haben. Ja, dass die jetzt da so mit uns dann vielleicht auf eine Schiene landen. Ne?
ja, und deshalb finde ich diese Aufklärung, deshalb habe ich das auch mit dem MS-Report gemacht, ja. Weil wir können wirklich die Dinge, wir sind betroffen und wir können endlich die Dinge sagen, so wie sie sind. Und sie einfach klarstellen. Und auch wir 1:1. Ja. Ja. Und nicht über noch eine Pressemitteilung und noch eine, die das schreibt. Und dann noch einer, der es dann irgendwann verfasst und dann in die Zeitung kommt. Also das sind ja so mal 5, 6 Zwischenstationen. Also da haben wir ja wirklich auch den großen Vorteil, ja. Jetzt durch die MS-Reporter hier mit der MS-Community, dass wir da einfach frei sprechen können, von Betroffenen für Betroffene sprechen können und dass wir da keine Zweigstellen mehr haben, die da was verändern können. Was würde denn aus deiner Sicht das Leben mit MS einfacher machen? Eine Heilung? Eine Heilung, auf jeden Fall, die Wunderpille. In Form von Gummibärchen, das wäre toll. Ja, was, naja, Verständnis auch, dass halt... ja, dass die Leute auch mehr ernst genommen werden. Also weil man ja, ich meine, okay, jetzt sitze ich im Rollstuhl, man sieht mir schon an, dass ich was habe, ja. Aber ich bin ja nicht querschnittsgelähmt. Also ja. Ich sitze ja nicht immer drin. Es gibt auch Momente, wo ich auch mal ein paar Schritte mal außerhalb der Wohnung mal so kurz laufe. Da wird man halt schneller zum Land auch mal so in der Ecke geschoben. Mhm. Guck mal, vor einer halben Stunde ist ja noch ein Rollstuhl, jetzt Luft. Ah. Ja. Also dieses Verständnis irgendwo. Manche, wie gesagt, ich nehme auch manches nicht so den Leuten nicht übel, weil sie sich ja damit nicht auseinandersetzen. Also wenn mir jetzt irgendeiner eine Krankheit sagt, habe ich vielleicht auch so meine Vorurteile, ne? Weil man sich damit jetzt nicht so auseinandergesetzt hat vorher. Aber Aufklärung finde ich definitiv ist schon wichtig und das Leben würde dadurch, wenn sich viele Leute auch mal belesen würden, oder mal vielleicht fragen würde. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man direkt mal fragt. Wo wir gerade beim Belesen sind, das machen ja auch Leute wahrscheinlich gerade, die die Diagnose frisch erhalten haben. Mhm. Welchen Tipp würdest du denn auf den Weg geben für gerade Personen, die jetzt ganz neu die Diagnose erst bekommen haben oder vielleicht jetzt, sag ich mal, ein halbes Jahr alt ist? Was wären so die Worte, die du finden würdest? Dass sie bitte nicht bei Wikipedia googeln sollen. Das war mein Fehler damals gewesen. Ich habe mein Neurologe hat damals so einen Verdacht geäußert, weil das MRT schon so verdächtig ja. aussah. Ja, er hat gesagt, das kann sein, muss aber nicht, aber er tendiert so dahin. Was habe ich gemacht? Habe ich ihn hingesetzt und natürlich mit Hypothyreose gegoogelt und dann halt natürlich, ich habe das falsch genommen. Also das erste, was man immer liest, war gewesen: Inkontinenz, Rollstuhl, Datenschwäche, gelähmt, bettlägerisch. Pflege. Irgendwie so. Ja. Ich so, oh Gott, nee. Also, das finde ich, also lieber sich dann, deshalb habe ich auch so einen Stammtisch ins Leben gerufen. Ich habe hier ganz viele junge Betroffene, wobei wir keine Altersgrenze haben. Das fängt so, ich glaube, bei 23 bei uns an. Ja. Bis, ich weiß nicht, die Älteste, weiß ich jetzt gar nicht, 56 oder so. Und da finde ich das toll, dass wir die alle so ein bisschen auffangen. Weil die auch nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen. Weil dieses Wort Selbsthilfegruppe, da hängen die so ein bisschen und sagen, naja, ich bin ja jetzt noch nicht so Problemkerze an, Martetier. Ja. Also sind sie ja auch nicht so, dass die so, hört sich ja schon so an, ich bin schon so weit, so hinfällig. Ne? Den MS-Stammtisch hast du ins Leben gerufen. Ne? Da wollte ich auch noch mal drauf eingehen, gerade besonders. Genau. Das ist nämlich eine ganz tolle Sache. Du triffst dich, ihr trefft euch privat ganz einfach genau. Und macht euch sozusagen einen schönen Tag. Redet genau. Über vielleicht auch mal Sorgen, aber gebt euch gegenseitig Mut. Genau. Also es läuft so, dass wir halt einmal im Monat ist ein fester Stammtisch treffen. Das ist immer abwechselnd. Einmal in einer Cocktailbar, ganz entspannt, da waren wir gestern erst. Jetzt der nächste Monat ist Frühstücken gehen, dann Cocktailbar Frühstücken gehen. Okay. Und zwischendurch habe ich immer noch so ein paar andere Ideen. Das sind dann nicht die festen Stammtischtreffen, sondern das sind dann nochmal so allgemeine Aktionen. So, dass man halt sich trifft zu einer Dampferfahrt, das ist ein barrierefreier Dampfer. Da gucke ich halt auch immer drauf, dass alle Treffen barrierefrei sind. Ja, natürlich. Na, einfach klar, das bin ich nicht. Wegen dir selbst auch. Aber allgemein. Na? Und da werden dann halt verschiedene andere Themen, also wirklich nochmal Schwarzlicht-Mini-Golf oder irgendwie sowas, also das ist auch mal ganz lustig. Aber das ist halt schon wichtig, dass wir uns da gegenseitig halt geben, weil es hinterfragt auch keiner irgendwie. Also wenn jetzt einer mitten im Satz aufhört zu sprechen, weil er halt gerade ein Wortfindungsproblem hat, ja. Dann lassen wir den eigentlich mehr oder weniger links liegen, bis er sich wieder gefangen hat. Und ihm muss es auch nicht unangenehm sein. Nö, ist ja auch immer gleichgesinnt, man hat Verständnis füreinander, das ist super. Oder wenn einer alle 5 Minuten auf Toilette gehen muss. Also ein MS-Stammtisch. Nordberliner. Tolle Sache auf jeden Fall. Wenn ihr daran Interesse habt, dann wäre das doch auch mal was, das wir nochmal in den Kommentaren aufgreifen können. Vielleicht finden sich ja unter euch so
verschiedene Menschen zusammen, die mal so einen MS-Stammtisch bei sich in der Stadt ins Leben rufen. Warum ja, das hatte ich erst vorhin gehabt, dass einer einen Kommentar geschrieben hat, ich würde ja so gerne, bei mir ist gar nichts los. Auf Facebook, das habe ich auch gelesen. Ja. Ich sagte, ja, dann packe doch an. Genau, sei doch der Stein, der das Ganze ins Rollen bringt. Weil jetzt, ich meine, ich habe gerade mal geguckt, ich glaube, ich habe jetzt 92 Mitglieder. Ich habe November habe ich angefangen, ich habe jetzt 92 Mitglieder. Und das ist jetzt keine Facebook-Gruppe, wo einfach die Leute aus ganz Deutschland kommen. Nein, haben wir schon eine geschlossene Gruppe. Sondern es ist eine geschlossene Gruppe, die auch alle aus Berlin kommen und die auch sich alle in Berlin treffen wollen. Wie gesagt, es gibt ja so Facebook-Gruppen, wo 7000 Mitglieder sind, wo die von allen Ecken kommen. Ne? Das ist nicht, wir sind alles Berliner aus Nord-Berlin, die sich da treffen. Also da hört ihr, wie es geht, mal eine Facebook-Gruppe aufmachen und vielleicht findet man sich da schon. Oder man nutzt jetzt hier das Netzwerk der DMSG. Ich denke mal, das ist eine super Entscheidung. Das Forum wird auch bald wieder aufgelebt, sage ich mal. Und dann ist auch da die Möglichkeit, sich zu finden. Dann möchte ich gerne zum Abschluss kommen mit einer letzten Frage, die jetzt mal so ganz leicht abweicht von den anderen. Und zwar im September ist die Bundestagswahl. Was wünschst du dir von den Politikern? Inklusion. Inklusion? Kannst du da ein bisschen genauer drauf eingehen? Also gerade dieses, weil ich ja mich für Barrierefreiheit einsetze, ich würde mir wünschen, dass Wohnungen mehr gebaut werden, die barrierefrei sind. Also wir haben gerade, also ich persönlich habe gerade jetzt das Problem so ein bisschen, dass wir gerne in eine barrierefreie Wohnung ziehen würden, aber die 1.300 Euro kostet. Also wer kann sich bitte sowas leisten? Gerade jemand, der Barrierefreiheit braucht, der ja wahrscheinlich auch von der Rente schon irgendwo auch lebt. Also klar, es gibt ja auch Querschnittsgelähmte, die gehen noch voll arbeiten, die haben keine Pflegestufe oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Gut, die haben volles Gehalt. Aber jetzt die meisten, ich glaube, der größte Anteil lebt halt von Unterstützung. Und sich da eine Wohnung für 1,3, und das ist jetzt nicht nur, weil wir irgendwo, weiß ich nicht, ins nobelste Viertel ziehen, weil das ist schon in Berlin so ein bisschen es so steigt, Standard. Es steigt, gerade in den Großstädten, das ist wirklich wahr. Also Inklusion auf jeden Fall, dass halt mehr barrierefreie Wohnungen gebaut werden. Und ich weiß, ich habe das Gefühl, Deutschland ist das Land der Treppen. Also wir haben überall Treppen gebaut, neue Center werden gebaut, was sieht man gleich vorne, irgendwo eine Stufe, eine Treppe, Restaurants mit Treppen. Und noch so steil, dass sie manchmal eine Rampe bauen können oder sich eine mobile Rampe holen können. Aber es gibt so viele Dinge, wo ich tagtäglich so ein bisschen immer dran scheitere, wo aber auch die Politik meiner Meinung nach gescheitert ist, dass die nicht Auflagen so ein bisschen dafür geben. Und natürlich auch so ein bisschen die, dass das Finanzielle auch ein bisschen anders geregelt wird. Dass da mehr investiert wird auch für das Ganze. Mehr Angebote auch. Ja. Dann, Janine, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Schön, dass wir da mal drüber sprechen konnten. Und mach weiter so, wie du es bisher machst. Ich finde das ganz toll, wie du dich einsetzt. Wenn ihr auch mal gerne die Chance haben möchtet, eure Sorgen oder eure Gedanken zu äußern, dann ist das gar kein Problem. Ihr könnt uns auf die E-Mail-Adresse, die ihr unten in der Informationsbox findet, oder auf Facebook auch im Text, mal schreiben an die MS-Community und dann könnt auch ihr MS-Reporter werden und mal drüber sprechen, was ihr anders machen würdet oder was ihr einem Politiker zum Beispiel äußern würdet. Würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr ein Teil von uns werdet. Ne? Wir sind ja alle miteinander gegen MS sozusagen. In diesem Sinne, Janine, vielen Dank. Gerne. Euch vielen Dank fürs Zusehen und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Ciao.